Im Partyhelfer-Modus haben wir die Goomba-Lagune zu 100% komplettiert. Unten steht, es gibt insgesamt 300 Mini-Sterne, außerdem haben wir 20% von allem, also bei 5 Brettern heißt das, bei jedem gibt es scheinbar 60 Mini-Sterne. Auch hier 25 Aufträge, also gehen wir zurück nach Mega Wicklers Leckerwald. Alle schon gesehen im Online-Modus, aber jetzt nochmal mit ein bisschen, ja, Story ist ein hartes Wort, ne? Aber auf jeden Fall offline und ein bisschen frei rumlaufen, dies, das. Das teilen wir dann immer auf gute 2 Parts auf. Das scheint das einzige Sinnvolle zu sein. Und ich freue mich schon sehr. Vor allen Dingen sieht man so die Minispiele von den Jamboree-Partnern, ne? Die halte ich für wichtig. Toddy! Hallöchen, schön dich zu sehen. Danke, dass du hier mit anpacken willst. An diesem lauschigen Örtchen musst du ebenfalls insgesamt 30, eigentlich sogar 60 Mini-Sterne sammeln. Ich bin nämlich 100% Jäger. Ziemlich irre, wie die Mini-Sterne einfach aus der Goomba-Lagune gestohlen wurden, oder? Das kommt sicher nicht mehr vor, aber ich verstecke die Mini-Sterne trotzdem tief im Wald. Sicher ist sicher. An der Stelle findet sie ganz bestimmt niemand. Es gibt überhaupt keinen Anlass zur Sorge. Gut, dann los, hilf mit. Let's go! Ich folge erstmal dem Wegweiser. Ich würde gerne mal im Stehen auf dem Wickler reiten. Davon muss ich üben, das Gleichgewicht zu halten. Balance-Ball-Bilder. Könntest du mir bitte mal zugucken, um mir ein paar Tipps zu geben? Was ist das für ein Spiel? Bewegen, bestätigen, die Ballbilder merken. Dann Fragen beantworten. Je flotter die Antwort, desto mehr Punkte. Aber Vorsicht vor Schnellschüssen. Also, wir haben so eine Krabbe. Da war noch ein Bowser dabei. Na gut, ich probier's einfach mal. Rein da! Manege frei! Das ist blau und pink. Aber ich glaube, daran geht's nicht. Es geht nur um die Bilder, die drauf sind. Da habe ich 2 Koopas und ein Para-Koopa. Können wir auf die Panzerfarben achten? Das ist ja Yoshi. Moment mal, was? Moment mal. So ein gelber Yoshi. Ich verarschen. Ich dachte, das eine. Also aufgrund der Farbe dachte ich wirklich, das eine wäre ein normaler Koopa. Upsi. Erstmal komplett. Aber ich hab mich ja noch gefangen, ne? Runde 2. Gib mal her. Diddy Kong, Monty. Diddy Kong, Monty, Paragumba. Oh. Das ist natürlich fies. Nee, sag halt Diddy. Was ist das für ein Artwork vor allen Dingen? Kennt man das? Das Diddy Kong Artwork? Das war clever, ne? Da haben sie mich ein bisschen genatzt. Was könnte jetzt für eine Frage sein? Kugelwilli, Twomp und Wump. Kugelwilli gelb. Twomp blau. Kugelwilli gelb. Das ist clever. Okay, war es ein Banzai Bill oder Bullet Bill? Oh shit, ich lieg bestimmt falsch. Ja. Oh oh. Aber Gleichstand. Das dürfte trotzdem reichen für die 3 Sterne. Haben sie mich dran gekriegt? Ja, tatsächlich. Clever, aber das machst du nur das erste Mal. Wenn man das Spiel ein zweites Mal zockt, weiß man schon, wo die Reise hingeht. Das war ein Beweis dafür, dass ich einfach noch keine Ahnung hatte, was hier verlangt war. Na dann. Schönes Spiel, ne? Warum ihr da auf den Bällen balancieren müsst dabei, ist die andere Frage, aber ja. Juhu, das klappt ja irre gut. Der Wicklerei 3 steht nichts im Weg, würde ich sagen. Ist das so. Hallo. Das hier reparieren, hier von Nachschub bestellen. Ja, wer soll das alles schaffen? Mal ein Brief. Na sowas, vor dir liegt ein Brief auf dem Boden. Wenn Wickler tiefenfest schläft, tritt an seinen Kopf heran und drücke den Knopf. Wenn Wickler gerade wütend ist, klettere auf sein hinterstes Hinterteil und drücke den Knopf.
Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Den Inhalt des Briefes kannst du jederzeit in der Auftragsliste erneut lesen. Drücke R, um es zu öffnen. Könnte die Glocke selbst betätigen? Und kann ich jetzt dahin? Verrückt, als du das getan hast, was im Brief stand, fiel ein Ministern vom Himmel. Aha. Einfach so. Na gut. Die Bretter hier auf dem Weg wollte ich unter die Lupe nehmen. Bin extra deswegen hierher spaziert und so. Plattformchaos. Wärst du so gut und würdest einmal drüber laufen? Dann würden wir sehen, ob das vielleicht gefährlich ist. Hehe. Aber das wisst ihr doch auch schon seit den 90ern. 1999 ist es rausgekommen, oder? Mario Party 1? Müsste. Ich dachte immer, es wäre früher gewesen, aber da hat mich meine Erinnerung getrübt. Das war brandneu, als ich es bekommen habe. Ja, ich muss nicht mal Münzen sammeln. Ich muss mich gar nicht hier verrückt machen. Ich muss nur eines ans Ziel kommen. Aber ihr macht eh nichts kaputt. Hey, Bro. Es geht. Was? Der ist auch noch drauf gekommen? Das ist ja unmöglich. Hut ab, Waluigi. Hut ab. Mhm. Ein schönes Spiel. Ich wundere mich, dass dieses Brett nicht als erstes in den Modus drankam. Das ist doch sehr, sehr viel simpler, oder? Danke, also riskant scheint es nicht zu sein, darüber zu laufen. Danke dir nochmal für deine Hilfe, Wario. Wie wär's zur Abwechslung mit einer kleinen Stärkung? Ein paar Sandwiches vielleicht? Picknickkorb-Panik. Das ist auch ein Spiel, das ich sehen lassen kann. Hätten wir in dem Modus alle 110 Minispiele zu Gesicht bekommen, das wäre auf jeden Fall eine Sache. Das wäre ein Ding. So. Hier habe ich es auch das letzte Mal schon gesagt. Äußerste Vorsicht walten lassen. Da kann man sich schon mal vergucken. Dreidimensionales Denken. Auf einmal geht es schneller, als du gucken kannst. Also Obacht. Die Schatten sind's. Die Schatten, Leute. Habt ihr etwa einen Schatten? Schatten der Igel? Solange kein Schatten kommt, Ruhe bewahren. So, da kam jetzt ziemlich schnell ein Schatten. Auf einmal der Turbo, ne? Aber irgendwie müssen sie dich ja dran kriegen. Also jetzt muss irgendwann mal ein Ende sein hier. Das hat mich kurz nervös machen lassen. Habt ihr es gesehen? Da ist ein Schatten aufgetaucht. Hat mich echt verlöst. Haben alle gewonnen, ne? Alle waren auf Platz 1. Außer Spike. Wurde der noch erwischt? Das habe ich nicht gesehen. Ja. Das weiß zugefallen. Weiß nicht, warum man da so einen Knick in der Optik hat, aber... Toll, dass du ein kleines Päuschen machen konntest und nun frisch zurück zu den Partyvorbereitungen. Das war mehr Stress als alles andere. Schon gehört, diese Pflanze hier soll wahllos jeden angreifen, der sich vor sie stellt. Ob das wohl stimmt, den Mut müsste man erstmal haben. Ob du mutig genug bist? Ja doch. No way. No way. So ein Mist. Bitte, sie hat echt angegriffen. Oh je, jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen. Hier eine kleine Entschädigung. Oh je, Mini, das hätte er ganz schlimm ins Auge gehen können. Hier, er schenkt dir gleich noch was. Besonderes. Paracoopers verschönern deine Partyblase mit körperweisen Blütenblättern. What? Toadette? Hallöchen, wie steht's? Ich helfe bei der Apfelernte. Sag, könntest du dem Scheiger nicht diesen Apfel von mir bringen? Du weißt schon, welchen ich meine. Welchen Scheigei? Weiß ich noch nicht, aber okay. Schönen Dank, dann sag Bescheid, wenn das Äpfelchen angekommen ist. Ich hacke Feuerholz so schnell ich kann, aber wir haben immer noch nicht annähernd genug. Die Äste hier sollten auch ziemlich gut brennen. Ob du mir ein paar davon vorbeibringen könntest? Gib dir einen Ministern für jeden Ast, den du für mich findest.
Aha. Gut, hier ist der Wiggler. Mach ich mal dich, ne? Nach den ganzen süßen Sachen habe ich mir echt nach was Herzhaftem. War mir echt nach was Herzhaftem. Ich habe mir heimlich ein Steak gemacht. Lass es uns zusammen aufessen. Hilfst du mir, es in gleich zwei große Hälften zu schneiden? Mal die falsche Taste. Sehr gern. Okidoki. Das habe ich auch als Thumbnail-Hintergrund benutzt bei dem einen Part, ne? Die Textur war einfach zu gut. Die Textur ist einfach zu gelungen. So, Shy Guy. Was hältst du für... So, nee, mach doch nicht diesen. Ich bin gerade am Ausrichten und du machst hier so ein... Ja. Muss mit der Dummheit deines Gegenspielers rechnen. Das nervt mich. So, lass mal sehen. Komm her jetzt. Mal sehen, ob das was wird. Warum? So eine Form. Jetzt komm ran, das lässt sich einfach machen. Wenn du einfach deinen Hintern mal... Dankeschön. Ja, was die da gemacht haben rechts, ne, ist die andere Frage. Oha. 50-50, guck mal, perfekt. Das auch. Oh, nicht nur, dass die weit daneben liegen. Wir sind auch noch optimal dabei, ne? Ist aber noch hoch, ist noch medium. Bleibt mir weg, ne? Oh, das war noch rot innen drinnen. Schleckermaulschnitt. What you say, ne? Ach, alle essen das Süße lieber nach dem Herzhaften, aber bei mir ist es genau umgekehrt. Nö, bin ich auch dafür. Also erst, gerade wenn ich irgendwie auf so eine Messe, auf so eine Kirmes gehe, da kann ich nicht mit dem Kreppes anfangen. Da muss erst irgendwie so eine Bratwurst oder was weiß ich, was es da gibt, rein. Und am Ende zum Abrund noch ein Kreppes mit Kinderschokolade. Der Cooper, der den Laden dort führt, hat immer unheimlich viel zu tun. Ich würde mir nur zu gern was schenken für seinen ganzen Fleiß, aber ich weiß nur nicht was. Hey, könntest du den Cooper nicht mal diskret fragen, was ihm als Geschenk so gefallen würde? In welchem Laden? In dem, wo wir schon waren? Ich gehe mal ein Stück zurück. Safe, ne? Der hatte sonst kein Anliegen. Was für ein Geschenk ich gern haben würde? Komische Frage. So ein bisschen Obst fände ich jetzt eigentlich gar nicht übel. Das ist ja bescheiden. Komm, hier ist ein Ast. Hier ist ein Ast. Der wird mitgenommen. Aber ich muss die nicht einzeln abgeben, oder? Hey, du da! Schau doch mal, ich habe hier ein Glöckchen gefunden. Was man damit wohl machen kann? Lass mich doch mal klingeln, ich gebe doch einen Ministern. Yippie, hier für dich, dein Ministern. Glocke, machst du damit Wickler wild? Gut, ich klingel doch mal los, bin schon ganz gespannt. Da wird er böse. Und dann müssen wir auf sein hinterstes Segment. Das mache ich mal instant, weil ich nicht weiß, ob das wieder sich abregt. Hilfe, dass dieses Glöckchen den Wickler so sauer macht. Jetzt habe ich aber Angst. Das ist einfach despawned. Sofort Attacke. So. Hier einfach auch drücken, jawohl. Verrückt. Als du das getan hast, was im Brief stand, fiel ein Ministern vom Himmel. Hallo mal wieder. Na, was könnte ich dem Cooper denn so passendes schenken? Pfannkuchen, Steak, ein Apfel oder Honig? Alles klaro, danke fürs Schnüffeln hier. Ich bedanke mich mit dem Ministern. Fürs Schnüffeln? Wie der Gumba auch guckt. Dann mal schnell das Geschenk besorgt. So, ich spring von Ast zu Ast. Guck mal, die Bäcker da. Na dann, der Ofen ist heiß. Die ganzen Teige sind fertig. Was soll ich einschieben? Ich weiß, zuerst die Plätzchen. Hey, sag mal, willst du mithelfen? Oh, da freue ich mich, das mal als Einzelspieler zu zocken und nicht immer nur im Team. Das heißt, Kreis, Stern, Viereck, oder? Bleibt das hier so? Bestimmt. 3, 2, 1,
Jetzt bin ich echt... Das ist gar nicht so einfach. Jetzt bin ich echt durcheinander gekommen. Stern ist immer oben. Viereck ist rechts. Merkt ihr doch einfach das. Viereck ist rechts. So. Ich bin dumm gerade. Ich bin echt lost. Viereck ist rechts. Oh shit, ich war voll schlecht. Ich war wirklich schlecht. Respekt. Warum das? Die haben mich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Nein. Ich will nicht ein. Also wenn die mir jetzt einen Troststern gegeben hätten, das hätte mich geärgert. Nochmal, nochmal. Das wird schon noch besser von Mal zu Mal. Ja, die Reihenfolge bleibt doch. Ja, weil links und rechts auf einmal so vertauscht war, war ich richtig durcheinander gebracht. So. Der ist rechts und der ist links. Jetzt bin ich durcheinander. Rechts, links, links, oben, oben, rechts, links. Oben, links, links, oben, rechts, 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 oben, links. Oben, links, rechts, links, oben, rechts, rechts, oben, links. Rechts, rechts, oben, links, rechts, oben, links, links. Links. Okay. Deutlich besser. Aber irgendwie braucht man da doch ein bisschen Übung. Alter Schwede, Mann. Huch. Das ist schwerer, als es aussieht, meine Damen und Herren. Oder jeder zu seine Sachen und Minispiele, wo er besser oder schlechter abschneidet. Und da habe ich wohl ein bisschen Defizite gehabt. Um erstmal reinzukommen. Na dann. So viele Plätzchen, alle schauen super köstlich aus. Vielen Dank. Steht also weit weg. Du hast mir einen Apfel gebracht. Hurra, das ist ja zuckersüß von dir. Hab ich noch viele? Ach, wärst du so lieb und würdest dem Tod am Tisch dieses Apfeltörtchen überbringen? Dem Tod am Tisch. Ich drehe erstmal eine Runde, ne? Ich meine diesen von all den Pilzen umgebenen Tisch mit der Torte drauf. So, die Honigangelegenheit muss mal geklärt werden. Hm, was ist nur mit den Bienen los? Da kommt wohl später noch was. Yoshi! Yoshi, hallöchen! Ui, du spielst bestimmt sehr gut, so wie du aussiehst. Yoshi, du hast auch ein Spielchen mit mir? Gipfelsturm mit Yoshi? Was ist das denn? Das ist die Jamboree-Minispiel-Herausforderung. Gipfelsturm. Was genau will man mir damit sagen? Heftig aus. Brauchen wir da einen Apfel? Let's go! Ich bin bereit. Alle kriegen ihren eigenen Yoshi. Bewegen, sprinten. Springen, halten, Flatterflug. Okay. Beschleunige, indem du Yoshi das Obst essen lässt. Mhm. Das Obst gehört mir. Sagen, es ist da auch automatisch. Gut. So stelle ich mir das Yoshi-Rennen in Mario RPG vor. Und nicht anders. Das ist echt gut gemacht. Halt relativ klein, weil es nur ein Viertel des Bildschirms ist. Aber ich würde mal sagen, gerade deswegen, ne? Nehmen wir die Kurven schnittig. Allein auf weiter Flur hier. Hey, ich hab doch... Nee, egal, da nicht. Man muss nicht alles haben. Kann man nicht gucken, wie anderen sich anstellen, aber es klingt... Ah, mehrere Äpfel sind nicht möglich, da wegzusnacken. Hätte sein können, es kam auf den Versuch an. Echt ein schönes Minispiel. So simpel und doch effektiv.
schon so verrückte und teilweise auch gar nicht so gute Minispiele. Man sieht mal, mit was für simplen Sachen man einfach das erreichen kann. Das war bestimmt nicht perfekt, aber... macht jetzt auch nichts aus. Der Flatterflug. Yoshi's Island Ding, ne? In Mario World gab es noch nicht. Am Ziel. Und was macht ihr so? Da gibt's Applaus vom grünen Dino. Ja. Verdient. Alles klar. Wir haben auch schon bald die Runde gedreht auf der Map, ne? So viel ist da gar nicht. Gartenstecker in Yoshi-Form, schön. Das war super toll. War echt toll, mit dir zu spielen. Falls du mal Ärger hast, helfe ich dir. Hoffe, wir spielen bald mal wieder. Prinzliger Lage wird Yoshi dir helfen. Das war ein Ast. Das ist der Goomba, von dem die Rede war, der am Tisch steht. Wie dumm. Ich habe mich gar nicht mehr genug Honig für meine Pfannkuchen. Könntest du mir ein wenig Honig besorgen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben Probleme. Aber ich frage mal nach. Bei Spike. Bitte Honig? Eigentlich kein Problem, aber diese Bienenstöcke kommen mir irgendwie komisch vor. Wenn ich mir etwas Honig schnappen will, werden die Bienchen furchtbar zornig. Wäre klasse, wenn sich mal jemand wagen würde, die anzustupsen. Hauptsache nicht ich. Also? Das hier, in deiner Nähe. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles glatt geht hier? Na sowas, da steckt doch etwas in dem Honig drin. Zuallererst hier der Honig. Boah, das ist ja ein Ministern. Na, ich kann damit nichts anfangen. Hier, bitteschön, Geschenk von mir. Was denn auch sonst? Oh, damit drehen wir wieder die Runde hier. Was, hast du echt Honig für mich? Mann, du bist die Rettung in der Not. Ich hätte mir selbst welchen besorgt, aber bei meiner Bienenangst. Na, hier ein Dankeschön. Er mag Honig, aber mag keine Bienen. Chuck Norris isst kein Honig, er kaut Bienen. Hier, noch was Feines für dich. Echt stark, wie mutig du dich an die Bienen rangetraut hast. Flaggen und Wimpel. Klasse, da mal ran an die Pfannkuchen. Das bringt jetzt auch nichts. Der Laden ist zu. Monty! Wie du guckst! Der Blick verrät mir gleich, dass du Hilfe vom Fachmaulwurf brauchst. Stimmt's oder lieg ich richtig? Ist geritzt, Herzchen. Wenn du mal richtig ärgerst, dann bin ich für dich da. Dann gebe ich dir die Kralle drauf. Ich gebe dir sogar was als Beweis, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Einfach so. Lass einfach hören, wenn dir was anliegt. Baggere mich dann ruckzuck zu dir. Monty Maulwurf. Okay. Und du? Vor langer Zeit war hier nur Wüste. Die Felsen hier sind Überbleibsel aus jeden frühen Tagen. War nur ein Scherz. Wollte nur etwas Ambiente schaffen für ein kleines Wüsten-Minispiel. Okay. Jetzt kann ich mein Gesicht wieder wahren und meine Ehre ein bisschen retten in dem Minigame. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, mach ich einfach mal. Birdo macht's ähnlich, aber ich bin ein bisschen weiter rechts. In diesem Minispiel. Ja, doch, gut. Man kann es relativ schwer abschätzen. Als ob Birdo es einfach perfekt macht. Kann ich wieder... Nee, kann ich nicht. Okay. Ach so. Ich habe sogar gewonnen. Die war halt so schön mittig, was willst du hören? Die stehen aber trotzdem aus, sind halt komische Kegel. Komm mal, Schnellschuss, Markus, mal wieder. Das geht so nicht! Mist, Mann, so ein Scheiße! Ich meine natürlich, perfekt. Freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Manchen sind Wüstenspiele ja zu trocken. So, von Ast zu Ast, ne? Die Piranha-Pflanze sieht sehr durstig aus. Wasser vom Blatt über ihr auf sie herabfallen lassen? Klar doch.
Wie konnte ich das jetzt bewerkstelligen? Egal. Freust du dich? Oh, shit. Hm. Hoppla, ein bissiges Dankeschön. Hier ein Ministern für dich als Belohnung. Von wem? Wer hat das jetzt arrangiert? Nehme ich mal lieber den Ast mit. Hör mal, ich weiß, wie man den Wickler wieder lieb machen kann. Wenn man mit dem Glöckchen klingelt, dann bewegt sich Wickler über das Brett und beruhigt sich wieder. Aber ich komme nicht dran. Könntest du für mich läuten? Na gern. Da fällt aus der Glocke auch ein Mini-Stern raus, oder? Musst du mir den geben. Hat uns das zu interessieren, ob Wickler wütend ist oder gut gelaunt? Hurra, der fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hier, ich häng dir einen Mini-Stern als Dankeschön. Sehr gut. Du hast mir gleich zweimal geholfen. Hier, dafür schenke ich dir noch was. Großformat Deko. Oh, die Obstbäume mit den Yoshi-Früchten. Das ist ein Äpfel. Aus dem Wald hört man ein Knistern und Rauschen. Ob da ein Ungeheuer oder vielleicht sogar ein Gespenst ist? Weg ist das Ziel. Was ist das für ein Game? Vielleicht kannst du mich beschützen. Willst du mal deine Treffsicherheit in Weg ist das Ziel auf die Probe stellen? Wahrscheinlich. Es ist ein Bewegungsminigame. Okay. Das erklärt so manches. Hm. Pfeil schießen, Zielscheibe bewegen. Mhm. Einzelspieler feuert, das Team bewegt die Zielscheiben durch Neigen des Dings weg. Okidoki. Ich brauche 100 Punkte. Gegen CPUs mache ich mir da gar nicht ins Hemd. Habe ich denn unbegrenzt 3, Schuss? 2, 1, los. Bang. Ehrlich gesagt hatte ich nicht das Gefühl, dass ich dahin treffe. Deswegen sind auch diese Quadrate am Boden, damit du besser ziehen kannst. Tja, da war wohl nichts. Müssen wir nochmal machen. Ich brauche keine Bewegungssteuerung, by the way. Da haben sie doch gut gemacht. Was dem Modus ein bisschen fehlt, ist halt die Möglichkeit, direkt nochmal neu zu starten. Das ist ja lästig. Hätten sich auch keine weiteren Dialoge einfallen lassen müssen. Ich hab ja solche Angst. Was? Vor dem Gespenst? Hier ist doch nichts. Das Minispiel hat gar nichts damit zu tun. Alter, Luigi, ey. 3, 2, 1. Ja, ein bisschen mehr gezielter, ne? Alter, in die Mitte. Das ist ja fies. Hättest du noch einen getroffen? Ist ja richtig. Also das würde mich interessieren gegen reale Mitspieler. Das müsste man dann nochmal ausprobieren. Heide Witzka, sag ich dazu. Komm, 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 ich will's direkt nochmal probieren. Worauf warten wir? Das ist, das nervt. Ärgerst dich, wenn du es nicht schaffst, am meisten darüber, dass du nochmal so lang laden musst. Für nichts. Das war ja schon geladen. Ja, dann würde ich tatsächlich kritisieren wollen. 3, 2, 1, los! Boah, instant 30. Boah, jetzt wird Weltrekord. Guck mal. Was ein Unterschied. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Luigi, der krabbelt auf dem Boden rum. Zu Recht, zu Recht. Würde ich sagen. So, jetzt habe ich die 30 voll und jetzt wird alles wieder lila krummelig aussehen, I guess. Gucken wir mal, wer Stunk macht. Boah, du hast es drauf. Falls da irgendwo ein Ungeheuer lauert, hat es ganz schlechte Karten.
Klasse, Wario. Du hast 30 Mini-Sterne oder mehr gesammelt. Das muss belohnt werden. Oh ja, ich habe auch was Schönes für dich. Gleich hier entlang, bitte. Danke für all deine Hilfe. Klasse Sammelarbeit. 30 Mini-Sterne. Das ist nicht von schlechten Eltern. Ich zeig dir gleich das nächste Spielbrett. Doch zuerst noch etwas anderes. Du hast dir was als Andenken verdient. Nanu, der Himmel verdunkelt sich. Ob das nicht etwa... Oh doch. Die Bienen aus Pikmin 3. Nee, keine Ahnung. Sowas. Sind ja bloß ein paar friedliche Bienchen. Oder große böse Sumsels. Oje, Mini, die schönen Mini-Sterne sind uns ja schon wieder weggeschnappt worden. So viel zu meinem genialen Waldversteck. Der Mega-Sumser hat sie gestohlen. Ob er den Cup wohl zusammen mit dem Bienchen geplant hatte? Wie sollen wir denn nun mit den Partyvorbereitungen vorankommen? Dem Fiesling muss das Handwerk gelegt werden, sonst ist es aus mit unseren Partyvorbereitungen. Bekämpfe den Mega-Sumser, besiege den Boss und hol die Mini-Sterne zurück. Nein, erst wenn wir die 100% haben. Ich werde hier warten. Sag Bescheid, wenn du versuchen möchtest, dir die Mini-Sterne wieder zurückzuholen. Oh, guck mal, da ist noch ein Ast. Ast erhalten. Stimmt, da war er ja noch gar nicht. Machen wir noch Peach. Ein Urlaubstag in einem schönen Wald kann ja so entspannt sein. Doch Ausflüge in die große Stadt sind auch sehr schön. Wie wär's, wenn ich möchte vielleicht mitreisen? Oh, es ist ein Jamboree-Minispiel von Peach. Logisch, also die... Die spielbaren Charaktere hier sind nur auf dem Brett, wenn das der Fall ist. Habe ich schon gecheckt. Na dann. Die wird immer begleitet von ihren Toddy Boys. Ja, alte Fachwerkhäuser. Wir müssen Einkäufe tragen. Wir haben eine Menge zu tun. Runde 1. Weiche den Hindernissen aus. Ein vergnüglicher Tag mit Peach. Erziele in 3 Spielen viele Punkte. Aha. Langsam laufen und keine Gegner berühren. Gecheckt. Runde 1. So läuft es beim Shopping, ne? Muss die Sachen tragen. Ich glaube, es ist schlau, voranzugehen, aber ich tue es einfach mal. Eigentlich nicht, da kannst du nicht sehen. Wo du lang solltest und wo nicht. Die schneiden ja oftmals den Weg ab, ist ja richtig übel. Auch mal einen Minuspunkt bekommen, aber die machen die ganze Zeit bum bum. Bum bats bum bang. So, hier. Du hast alles bezahlt, aber die haben die Hälfte verloren, die Pappenheimer. Bowser Jr. hat gar nichts mehr. Mit leeren Händen. Na, schau mal einer, guck. In der Bäckerei. Das weckt Erinnerungen, ne? Am Princess Peach Showtime. Wähle dein eigenes Tablett. Ja, mit den meisten natürlich. Richtig. Gecheckt. Das ist ja voll das Glücksspiel. Das ist ja totaler Käse. Dann nehme ich jetzt das mittlere. Wir wollen ja bescheiden sein. Okay, keiner kriegt was. Nur das linke. Das macht die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden... Dass ich die Füße laufe, geringer, oder? Oh, ich nehme das rechts. Da sind so viele drauf. Das will jeder haben. Damit Bowser Jr. schon gut aufgeholt. Ich nehme die Mitte. Aber auch. Das ist komisch. Ich finde das komisch, das Minispiel oder den Abschnitt dieses Minispiels. Na denn. Oh, yeah. Was willst du denn jetzt? Feuerwerk. But why? Fülle die Juwelen ein. Bewegen, nehmen, ablegen. Oh, yeah. Ach so, ich habe gar nicht geguckt. Die will bestimmte. Also gut, dass ich direkt einen weggegrabt habe. Oh, yeah.
Jetzt willst du die. Mann! Oh, ich hab schon einen in der Hand. Das ist ja praktisch. Ich wollte doch nicht das nehmen. Super nerven. Wie willst du denn mehr bekommen als die anderen? Ja, kaum möglich. Gelände. Da kriegst du keinen großen Abstand hin. Das muss man wohl so darstellen. Daisy hat bisher nur 3 Punkte? Alarm 30. Oh, 40 Punkte. Gut aufgeholt. Pauline hat mehr als ich. Hat die Luck. War ein bisschen knapp, Alter. Mein zum ersten Mal gespielt, aber nichtsdestotrotz. Das ist schon eine Hausnummer. So, diesmal werde ich, glaube ich, eine Mittenabmoderation hinkriegen. Denn ich weiß ja, dass ich es in 2 Parts teile und der ist also auch schon ein bisschen länger. Gartenstecker mit Peachs Krone. Fantastisch. Ein schöner Ausflug das war und das habe ich nur dir zu verdanken. Für all deine Mühen verspreche ich dir, dass ich dir helfen werde, falls man in einer misslichen Lage steckst. Yeah. Peach wird helfen. Ja, die zweite Hälfte hier im Wald. Mit dem Boss am Ende des Tages gibt es im nächsten Part. Und da würde ich mich freuen, euch wieder zurück begrüßen zu können. Das wär's für den Moment. Also, gebt mir ein Like. Bis dann und ciao.